Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den riesigen Degusta-Box-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Lassen wir das einfach mal auf uns wirken. Erstmal, wie groß ist der bitte? Wie schön ist der bitte? Richtig, richtig geil. Und wir haben auf der Rückseite auch tatsächlich ein Spielfeld und du kannst dann die Laschen von ein paar Zahlen von 5, 8, 9, 17 und 21 sammeln und damit kann man dann quasi die Spielsteine, ne, machen. Richtig witzig gemacht. Und ja, also richtig, richtig, richtig geil. Das Ding kostet 39,99, hat einen Warenwert von ein bisschen mehr als 50 Euro. Ich rechne das euch aber auch nochmal aus und wenn ich die Produkte auch euch zeige, ne, das dürfte tatsächlich jetzt auch der beste Food-Adventskalender sein, den ich euch vorstelle, denn Degusta-Box macht das schon sehr vernünftig. Ne? Das Design während der Weihnachtszeit bei sich im Wohnzimmer, im Esszimmer stehen zu haben, ist für die ganze Familie großartig und ich finde den einfach super schön gestaltet dieses Jahr auch wieder. Ne? Wow, am 1. Dezember habe ich direkt was für meinen Freund drin. Und zwar von Sunrise haben wir diese Puffreis-Dinger. Crunchy Kakao and Flakes. Richtig geil. Also das sind auch dann größtenteils Originalgrößen hier drin. Ne? Oh, richtig lecker. Und damit kriege ich ihn definitiv. Das sind nicht diese klassischen Reiswaffeln, ne? Sondern die sind ein bisschen spezieller. Und da hast du ja auch zu jedem Produkt den Preis mit drin. Du hast ja den so ein bisschen auch Infos. Wie so ein Adventskalender selber nochmal. Das kannst du dir auch nochmal hinhängen. Ne? Ist auch süß gemacht. Das hier auch mit so einem Pin. Ist schon... Also das ist... Bislang, also ich nicht nur, weil es eine Kooperation ist, den habe ich in Kooperation zugeschickt bekommen, wie jeden Monat die Degusta-Box, sondern einfach, weil ich den Adventskalender an und für sich einfach so toll finde. Ne? Also die Zahlen muss man auch so ein bisschen wimmelbildmäßig suchen, was ich gar nicht so verkehrt finde. Hier habe ich hohes C, deine Vitamin-C-Power, Super Shots, Energie für deine tägliche Power mit Orange, Cranberry, Guarana-Extrakt und natürlichem Koffein- und Chili-Extrakt. Und da trinkst du dir jeden Morgen dann so ein kleines Schlückchen oder so von. Weiß ich nicht. Super Shot, dein Shot für jeden Tag. Genau. Ne? Würde ich mir wirklich einfach einen Pinneken machen und dann jeden Morgen einen Pinneken gönnen. Definitiv finde ich cool. Also, ne, das kann man auch gut gebrauchen. Vitamin C, Vitamine generell. Ist gut. Sehr geil. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir von Bon Maman Haselnuss und Kakaocreme in der Full Size 250 Gramm. Das ist ein tolles Produkt, ein gutes Ersatzprodukt für die generelle Nuss-Nougat-Creme, die ich gerne sonst ja auch auf Toast und Co. esse und schön aufgehoben in einem Adventskalender. Kannst du nämlich auch zum Backen verwenden. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, ich muss mir kurz mal aufklappen, welche Laschen ich gleich noch aufbewahren muss, weil das Spiel werde ich ja definitiv dann auch haben hier. Jeetas The Real Flavor of India Korma Curry Paste Mild. Zwei Portionen gibt das und hier sind 80 Gramm drin enthalten. Und Curry ist ja eine Gewürzmischung und dann hast du hier halt die Paste und kannst es dann nehmen, um dein Gericht zu verfeinern. Hm? Das soll ein Spielstein sein? Okay, dann ist es halt ein blauer Spielstein. Na gut. Am Tag von Nikolaus haben wir am 5. Dezember Pott-Eierlikör mit dabei. Darf ich ja dieses Jahr wieder trinken. Ich sehe mich schon mit meiner Mom zusammen. So ein schönes Eis und darüber machen wir uns einen Eierlikör oder Rumtopf. Richtig cool. 4 Zentiliter sind hier drin und ja, das ist Stoff. Ne? Also dieser Adventskalender enthält, wie die Boxen auch, das ein oder andere alkoholische Produkt. Am 6. Dezember haben wir auch was sehr Praktisches drin. Das ist eine Backmischung von Dr. Oetker. The Taste of Christmas Duo Mousse. Schoko- und Marzipangeschmack, beziehungsweise musst du einfach nur rühren. Ne? Machst du dann einfach mit kalter Milch oder mit heißem Wasser. Nein, die Rührbecher mit heißem Wasser ausspülen und kalte Milch und Sahne in den Rührbecher geben. So rum. Genau. Süß. Auch das total sinnvoll. Am 7. Dezember haben wir hier Waldhonig von Bihofa drin. Naturkost. Ja. Einfach mal ein Pott Honig. 250 Gramm, sowas mache ich mir ja gerne in meinen Tee und das ist okay. Die Nummer 8 müssen wir hier auch aufbewahren, ne? Den Spielstein und die darf machen, dass es kracht. Hier haben wir Hela Original Tomatenketchup drin. Finde ich super, verwende ich gerne, habe ich immer da und freue mich drüber, dass wir jetzt eine neue Packung haben, denn sie steht aktuell auf unserer Einkaufsliste. 300 Milliliter sind hier drin. Auch die Nummer 9 ist ein Spielstein und in der Nummer 9 dürfen wir uns über Tee von Pucker freuen. Winterfreude, feiere die Gemütlichkeit mit Ingwer, Rooibos, Orange und Sternanis. Yo, das ist so richtig Wintertee, ne? Der wird richtig schön durchheizen. Hört sich auf jeden Fall passend an und das zusammen mit dem Honig 1A.
In der Nummer 10 darf es mit Brandminis vegan Hafer- und Kakaonuss weitergehen. Das sind Mini-Zwiebacks mit 85 Gramm in dieser Packung. Und sowas finde ich auch sehr, sehr lecker für den kleinen Snack zwischendurch, der nicht so mega ungesund ist, aber doch durch diese Hafergeschichte wahrscheinlich auch ein bisschen sättigender, als wenn du dir ein paar Kekse isst. Finde ich schön. Och Mensch, also bislang gefällt mir der Adventskalender. Und euch? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Also ich feiere den einfach jedes Jahr. Ne? Hier habe ich jetzt den 11. Schnapszahl. Den 11. Schnapszahl, genau. Den 11. Dezember, die erste Schnapszahl. Das ist von Sportness, vegan von DM. Protein-Linsen-Chips, die werden von mir sehr schnell gegessen werden. 40 Gramm mit Linse. Mit Paprikageschmack. Die mag ich. Die finde ich wirklich lecker. Und ich würde mir sowas, glaube ich, eher weniger im Laden kaufen. Und dann freue ich mich, wenn es hier drin ist. Ne? Das ist einfach praktisch. Und wir haben halt auch bei der Degusta-Box selber immer sowohl ausgefallene Trendprodukte, aber auch halt Basic-Produkte drin. Und da bin ich gespannt, ob hier vielleicht sogar mal eine Packung Mehl sich im Adventskalender verbirgt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir das sogar. Holla die Waldfee. Zur Halbzeit haben wir die Mutti hier drin und zwar Rossoro-Tomaten mit Parmigiano Reggiano. Also eigentlich kannst du das doch bestimmt schon direkt als, keine Ahnung, Nudelsoße nehmen, hätte ich jetzt gedacht. Das ist ja in Pastasoßen von Mutti treffen sorgfältig aus. Ja, das ist eine Soße tatsächlich. Tatsächlich. Ausgewählte italienische Tomaten mit hochwertigen Zutaten aus Regionen zusammen, die für ihre Exzellenz bekannt sind und alles ohne Zusatz von Zucker. Auch das ist ja auch super nett, ne? Ne? Nö, manchmal hat man auch einfach keinen Bock zu kochen und dann nimmt man sich so eine Mutti-Soße. Das ist auch fancy. Am 13. Dezember haben wir hier süßen Bratapfel-Geschmack, Bonbon oder Trinkgenuss von M. Eukal drin. Gut, du kannst es natürlich auch einfach in dein Getränk reinmachen. Das ist ja auch geil, ne? Ja, oder halt pur und dann kannst du die halt so essen. Bonbons in eine Tasse legen, kochendes Wasser darüber gießen. Das ist halt wie ein Tee quasi. Interessant. Am 14. Dezember haben wir etwas drin. Ja, das verfolgt mich. In letzter Zeit hauen die das super viel in Boxen und so weiter rein. Das ist eine goldene Milchmischung. Ich muss sie mal wieder zu mir nehmen, weil es super gesund ist. Aber ich habe da echt damals sehr viel von getrunken und ich kann es nicht mehr sehen. Von Borchers Typ Kurkuma Latte goldene Milchmischung. 80 Gramm ist super gesund. Hilft gegen Blähbauch und dies, das, Ananas. Ne? Gar keine Frage. Aber ich bin ehrlich, ich habe da halt, bevor ich schwanger geworden bin, sehr viel von zu mir genommen, weil ich gehört habe, dass es helfen soll. Und ich da halt wirklich auch jeden Strohhalm gegriffen hatte. Und wow, ja, das haben wir hier mit drin. Heizt übrigens auch durch, weil du da auch so ein bisschen Ingwer und so ein Kram drin hast. Wir gucken aber jetzt mal weiter. Am 15. Dezember kann man es dann wieder krachen lassen mit Rotkäppchen trocken und das ist so ein Picolöchen, ne? Ein Sekt mit 200 Millilitern. Ja, da kann man auf jeden Fall schön mit anstoßen. Einen Riegel bekommen wir am 16. Dezember, aber hoffentlich wird es bei einem bleiben. Auch wenn ich gerne Riegel mag, finde ich, in einem solchen Adventskalender sollten gerne etwas andere Produkte drin sein, weißt du, die man dann vielleicht auch teilen kann oder so. Cliff Nut Butter Bar, Peanut Butter, 50 Gramm, also den werde ich definitiv auch sehr schnell vernichten. Also es ist jetzt 9:30 abends, wahrscheinlich esse ich mir den gleich noch eben. Ne? Sowas mag ich auch ganz gerne, aber es darf jetzt gerne auch wieder so weitergehen, dass vielleicht auch die jüngere Fraktion, die Naschi-Fraktion der Familie, Spaß haben darf. Ich habe es mir gerade schon gedacht, die Lasche vom 17. Dezember sieht so aus, als müsste ich die behalten, definitiv. Hier ist auch auf jeden Fall was Süßes drin, aber es ist halt kein Naschi. Das ist von Sankt oder Saint-Dalfour aus Frankreich, Erdbeeren-Fruchtaufstrich, nur mit Trauben und Früchten gesüßt. Das finde ich total super. So eine Marmelade mit 284 Gramm ist basic. Aber sehr gut in einem Food-Adventskalender aufgehoben, oder? Wie seht ihr das? Ich finde es geil. Am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, finden wir einen Wachmacher von Melitta Bella Crema Selektion des Jahres. Ich glaube, jedes Jahr packen die auch die Selektion des Jahres rein. Ne? Stärke 3, Röstgrad 3, Säure 2, Arabica-Bohnen 250 Gramm und das sind halt wirklich Bohnen. Für mich ist es super, für die Leute, die halt keine Bohnenmaschine haben, die kannst du ja auch mahlen, sodass du dann halt Filterkaffee dir machen kannst. Ne? Also ich finde super, dass die halt auch Bohnen reinpacken. Ich glaube, wir hätten auch ein Pulverfach bei uns bei der Kaffeemaschine, aber eigentlich haben wir einen Bohnenautomaten und das ist richtig klasse. Das finde ich toll, das gefällt mir. Also Kaffee
kannst du mich immer mit ganz schnell abholen. Wachen Mutes öffne ich die Nummer 19 und nehme Rabenhorst Wohlfühlen mit Eisen raus. Für die Blutbildung und den Energiestoffwechsel Eisen, Vitamin C, B6 und B12, 125 Milliliter. Für mich ist das super geeignet. Für die andere erwachsene Person hier in diesem Haushalt eher weniger, weil der darf nicht so viel Eisen zu sich nehmen. Ich wohl, ich habe Eisenmangel. Ne? Also für mich ist es super. Das kann man dann halt super so zum super zum Frühstück zum Beispiel sich gönnen. Das ist immer ganz toll. Am 20. Dezember gibt es noch mal ein bisschen Stoff von Rotkäppchen, Qualitätswein, Spätburgunder, trocken, 250 Milliliter. Also wir verwenden solche kleinen Flaschen, da bin ich jetzt auch vollkommen ehrlich, vor allem zum Kochen. Ne? Also wenn man da irgendwie so einen schönen Bratenfond oder so ansetzt, da kommt sowas echt gut. Aber da sind wir Banausen, glaube ich. Wir trinken halt eher weniger Alkohol. Aber gut, es findet auf jeden Fall seinen Anklang hier und seine Verwendung. Ne? Die Lasche vom 21. Dezember wird als letzter Spielstein aufgehoben. Somit hat man 5 Spielsteine. Wir gucken uns das Spiel aber gleich auch noch mal eben kurz an. Und jetzt muss ich eben Akku wechseln. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Jetzt ist auch noch die Kamera verschoben. High Professional Leute hier. Ne? Wenn du Bock hast auf mehr Professionalität, abonniere super gerne diesen Kanal. Da bekommst du jeden Tag deine extra Portion Realität quasi. Spaß. Kannst aber gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall haben wir hier in der Nummer 21 von Ruf den Glücklichmacher ein Tassencreme-Pudding mit Grieß. Das ist ja voll meins. Ist leider nur eine Portion, aber man kann das auch teilen. Ne? Aber ich glaube, das nehme ich nur für mich. Da ist auch irgendwie ein Gewinnspiel mit dabei, wenn man möchte. Aber nö. Also den werde ich jetzt, meins. Guck mal, am 22. Dezember haben wir auch was ganz, ganz Praktisches hier mit drin. Das ist von Natuco Bio Gemüsebrühe. An und für sich finde ich das gerade super, dass es drin ist. Aber das hier finde ich gerade leider gar nicht so gut, weil du packst den Adventskalender aus und hast dieses Kläppchen am 22. Dezember 2023 und hast einen Monat und eine Woche Zeit, um dieses Produkt aufzubrauchen, bevor es leider nicht mehr haltbar ist. Das ist schade. Ne? Da hätte man vielleicht ein bisschen aufpassen sollen, dass da halt auch die MHDs ein bisschen länger sind, weil das ist bei den anderen sehe ich ja überall, ne? Ewigkeiten haltbar bis 2025 und hast du nicht gesehen. Hier muss ich jetzt aber leider ein bisschen meckern. So, der Tag vor Heiligabend, da darfst du noch ein bisschen naschen. Das finde ich klasse, ich mag sowas ja gerne. Red Band, Fruchtgummi, Assorti oder Assortier, original holländische Qualität, die sind super lecker. 200 Gramm sind hier drin und wir hatten auch damals bei uns immer beim Wochenmarkt oder haben es eigentlich immer noch, so ein Holländer, der halt super viele Süßigkeiten hat und das sind halt so in Schippen und dann kannst du nach Gramm bezahlen. Das hast du dann in so riesengroßen Tüten und dann fühlst du dich wie im Schlaraffenland, wenn du nach Hause gehst und dir das genehmigst. Ne? Sehr cool, gefällt mir und jetzt bin ich echt gespannt auf die Nummer 24, das Highlight des Adventskalenders. Ja, Walkers, Shortbread Festive Shapes, 60 Gramm sind hier drin, ja, Kekse halt, ne, kann man machen, ist weihnachtlich, deswegen passt das halt, ne, aber das ist ein bisschen wenig hier drin, bin ich gerade ehrlich, aber trotzdem finde ich das super, super passend halt zu Weihnachten, weil du hast ansonsten jetzt nicht so die ultra weihnachtlichen Verpackungen, jetzt gut, hier von Dr. Oetker die Dinger, ne, da hattest du weihnachtliche Verpackung, ansonsten weihnachtliches Thema, würde ich sagen, und hier hast du halt wirklich auch Weihnachtskekse, das ist schon passend zu Heiligabend. Hätte knalliger sein können, um ehrlich zu sein. Aber nun, ich lasse den Adventskalender jetzt nicht drehen um. Wir wollen uns das Spielbild ja noch einmal kurz angucken. Ne? Kannst du natürlich dann die Kläppchen einklappen und dann kann man den ja auf den Boden legen. Was ein Riesenspielfeld. Man spielt viel zu selten nur noch Gesellschaftsspiele. Und das erinnert mich an dieses Leiternspiel, was wir damals auch zu Hause sehr häufig gespielt haben. Und die Spielsteine haben wir jetzt ja auch mit dabei. Ich finde es ganz süß gemacht. Vor allem kannst du das Packaging dann auch weiterverwenden und musst es nicht direkt wegschmeißen. Das ist schon gut überlegt. So, Adventskalender ist ausgepackt. Nach wie vor, meine Meinung, ist es der beste Food-Adventskalender, den man sich holen kann. Du hast hier wirklich eine gute Auswahl von sowohl Naschprodukten als auch Basic-Produkten, als auch herzhaften Produkten dann stehen. Ne? Es sind auch viele Sachen, die halt nicht nur für eine Einmalanwendung sind, sondern die du halt wirklich auch über einen längeren Zeitraum aufbrauchst und wo man einfach länger was von hat. Ne? Und wo es auch einfach größere Verpackungen sind. Der Warenwert wird uns jetzt nicht von den Socken reißen. Wie gesagt, um 50 Euro hat ja Degusta-Box gesagt. Das heißt, du hast auf jeden Fall ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde den Adventskalender super empfehlenswert. Also wenn mich jemand fragt, welchen Food-Adventskalender ich dieses Jahr,
eigentlich jedes Jahr empfehlen würde, ist es der hier. Weil es ist einfach gut überlegt. Du hast hier schöne Produkte drin, das ist was für eine ganze Familie halt auch irgendwie immer mit dabei, ne? Und ich kann das einfach nur wärmsten Herzens empfehlen. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare und dann können wir uns gerne austauschen. Ich finde, es ist eine feine Kiste. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.